Es ist Zeit. Ich wünsche mir, dass meine Lehrer Gebärdensprache verwenden. Mein Kind ist gehörlos mit CI. Für gleichberechtigtes Lernen braucht es dringend Gebärdensprachdolmetscher in der Schule. Es ist Zeit. Für Gebärdensprache. Jetzt. Die Forderungen nach Gebärdensprache in der Bildung tauber Menschen sind inzwischen so laut, dass sie nicht mehr überhört werden können. Trotzdem scheint die Umsetzung noch immer in weiter Ferne zu liegen. Aber vielleicht hat sich ja doch etwas getan in den letzten Jahren. Es werden nicht mehr nur Forderungen gestellt, sondern Gehörlose selbst bringen die Entwicklung mit voran. Ob als Lehrer, Forscher oder Aktivisten. Zum Beispiel in der Firma Gebärden verstehen. Gegründet und geleitet von Jana Schwager in Heidelberg. Hallo. Hallo. Hier sind wir also in der Firmenzentrale, wo du die Fäden in der Hand hältst. Wenn ich mir vorstelle, dass du sie vor 18 Jahren mit nur 2 Leuten gegründet hast. Und heute sind es 27. 27 Mitarbeiter. Unglaublich. Hast du dir das damals vorstellen können? Nein, gar nicht. Der Grund war, dass mich immer mehr Kunden anfragten. Es gab einen großen Bedarf. Das konnte ich allein nicht mehr stemmen. So habe ich nach und nach immer mehr Personal eingestellt. Klar war das auch ein Risiko, aber das bin ich eingegangen. Und der Erfolg gibt mir recht. Ich bin motiviert, denn mein Herz schlägt für die Gebärdensprache, die ich verbreiten möchte. Soll ich dich herumführen? Zuerst gehen wir zum Sprachlabor. Wie viele Räume gibt's denn? Die Firma verteilt sich über 3 Stockwerke. 3 Stockwerke? Klar, 27 Mitarbeiter müssen ja irgendwo arbeiten. Beeindruckend. Hier im Sprachlabor findet die Präsenzausbildung statt. Aber jetzt geht es wegen Corona nur online. Das ist Marco. Hallo. Marco ist verantwortlich für die Ausbildung der Dozenten. Warum liegt dir die Ausbildung der Gebärdensprachdozenten besonders am Herzen? Man denkt, es ist einfach, als Muttersprachler DGS zu unterrichten. Aber es gehört mehr dazu. Zum Beispiel Linguistik und didaktische Methoden. Auch die Anpassung an verschiedene Zielgruppen. Nur so kann der Unterricht gelingen. Wie viele Dozenten haben bisher die Ausbildung durchlaufen? Bisher haben 7 Durchgänge stattgefunden. Also 7 Gruppen mit insgesamt ca. 50 Teilnehmern. Mit dem Zertifikat, das Sie hier bekommen, gehen Sie dann zur staatlichen Prüfung nach Darmstadt. Du unterrichtest die künftigen Gebärdensprachdozenten. Wie sehen die Einsatzmöglichkeiten aus? Kann man gut Geld verdienen? Das ist leider etwas schwierig. Grundsätzlich stehen die Chancen gut. Die meisten sind aber nur nebenberuflich tätig. Der Bedarf ist riesig. Es gibt zum Beispiel an Schulen eine große Nachfrage. Nur ist das Berufsbild Gebärdensprachdozent bisher nicht gleichwertig zum Lehramtsabschluss anerkannt. Deshalb gibt es hier noch gewisse Schwierigkeiten. In Gebärdensprachfirmen kann man aber Arbeit finden. Schau mal. Oh, so viele Urkunden. Ah, hier ein Abschluss als Gebärdensprachdozentin, hier ebenfalls. Dort als Kursleiterin. Ach, und die Ausbildung zur tauben Gebärdensprachdolmetscherin hast du auch gemacht. Oh, und hier Gebärdensprachpädagogin. Genau, Gebärdensprachpädagogin. Wozu hast du so viele Abschlüsse gemacht? Um gut unterrichten zu können, muss man immer auf dem neuesten Stand sein. Der Abschluss als Gebärdensprachpädagogin war wichtig für das Sozialamt. Dort meinte man, dass Gebärdensprachdozenten nur mit Erwachsenen arbeiten können, weil die Kinderpädagogik fehlt. Ich versuche, mich weiterzuentwickeln und die neuesten Forschungsergebnisse mitzubekommen. Es findet hier gerade ein Meeting statt zu unserem neuen Baby-Filmprojekt. Wozu auch Wissen visuell gehört. Bibi, was bedeutet das? Ausgeschrieben heißt es bimodal, bilingual. Abgekürzt Bibi. Lass uns mal reinschauen. Es
Es wird immer wärmer. Die Temperatur ist in den letzten 30 bis 40 Jahren gestiegen. Und den Unterschied, den merkt man. 8 einfache Tipps gibt es für Kinder, wie sie ihr Verhalten ändern können. Zum Beispiel den Fernseher ganz ausschalten, um Strom zu sparen. Finde ich gut. Aber ich würde als Themeneinstieg kurz erklären, was der Klimawandel inhaltlich bedeutet. Das finde ich alles schon ganz gut. Nur müssen wir noch überlegen, welche Gebärden wir benutzen wollen, zum Beispiel für das Wort Gefahr. Ich empfehle euch, wie Marco eben sagte, für Kinder noch klarer und bildhafter zu gebärden, damit es verständlicher wird. Alles klar? Jana und ich sind auf einer Wellenlänge. Wir haben gleiche Vorstellungen und verfolgen die gleichen Ziele. Wir spielen uns die Ideen gegenseitig zu und entwickeln daraus Projekte. Einfach toll. Sie hat einen weiten Horizont, sodass wir ständig auf neue Gedanken kommen. Sie ist sympathisch, tolerant, ein angenehmer Mensch. Einfach eine Traumchefin, wie man sie sich wünscht. An meiner Chefin Jana bewundere ich sehr, dass sie so unglaublich kreativ ist und vor Ideen nur so sprudelt. Toll finde ich auch, dass sie mit ihrer Art das ganze Team zusammenhält, sodass es sich entwickeln kann. Ich bin froh, hier zu arbeiten, denn mit Jana kann man sich gut über neue Ideen austauschen. Sie ist offen dafür und bereit, sie in die Projekte zu integrieren. Sie gibt gute Tipps und ist gerade als taube Frau ein echtes Vorbild für mich. Taube weibliche Führungskräfte gibt es in Deutschland kaum. Sie hat so viel erreicht. Frühförderung für taube Kinder, die Verbesserung der Bildungssituation. Ich ziehe den Hut vor ihr und bin stolz, hier zu arbeiten. Das hier ist also das Videostudio. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin Produktionsleiter bei Bibi Wissen Visuell. Wir erstellen Filme zu verschiedensten Themen. Für Kinder im Grundschulalter, aber auch für deren Eltern. Unser Ziel ist es, Bilingualität zu fördern. Wir behandeln eine große Themenpalette bei Wissen Visuell, wobei wir das Wissen in erster Linie in Gebärdensprache vermitteln. Ganz gleich, bei welchem Thema. Und wenn es verstanden wurde, kann es dann leichter mit der Schriftsprache verknüpft werden. Warte, da muss noch die Postkarte dazu. Oh, interessant. Ist das ein Spiel? Genau, ein Lernspiel. Durch meine Gebärdensprachkurse für Kinder habe ich gemerkt, dass es kaum Unterrichtsmaterial gibt. So haben wir selbst was entwickelt im Rahmen des Bibi-Projektes. Sieh mal. Diese Karten sind alle gelb. Genau. Alle 4 Karten haben den gleichen farbigen Rahmen. So weiß man, dass sie zusammengehören. Großes B, kleines B. Häufig werden ja B und D oder P verwechselt. Hier können kleine Kinder die Buchstaben erlernen. Dazu gibt es das passende Fingeralphabet in Großform und wie man es gebärdet. Denn die Handstellung ist auch wichtig. Jana ist taub, also etwas Besonderes, klar. Sie liebt Weiterbildungen über alles und besucht jede, die möglich ist. Und sie ist ein Arbeitstier. Sie arbeitet durch, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie lebt für ihre Arbeit. Erster Schultag in der schwerhörigen Schule Leipzig, 1973. Ich war zuerst im schwerhörigen Kindergarten, weil meine Mutter das so wollte. Das Bildungsniveau sei dort besser als bei den Gehörlosen, dachte sie. Ich bin zwar vollkommen taub, aber es blieb dabei. In der ersten Klasse kam ich dann in die Gruppe der Lernschwachen oder Lernbehinderten. Einmal war mir nach den Mathehausaufgaben so langweilig, ich konnte ja auch nicht mit den Eltern kommunizieren, sodass ich das Heft nahm
und kurzerhand alle Aufgaben darin löste. In der Schule wunderte sich der Lehrer, wie ich das geschafft hatte. Aber ich konnte es nicht erklären. Er konnte nicht gebärden, ich nur schlecht sprechen. Ich fühlte mich wie im Gefängnis mit meiner Sprache, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Es ging hier ums Sprechen, nicht um Sprache. Meine Sprechentwicklung sei schlecht. Das ist heftig. Unverständlich, so hieß es. In der zweiten Klasse wurde es nicht besser und ich war gezwungen, in die Gehörlosenschule zu wechseln. Du konntest nicht in der schwerhörigen Schule bleiben? Nein, ich musste wechseln. Das war aber der richtige Weg. Ich habe dort meine Welt gefunden. Da steht allen Ernstes, du sprichst schlecht. Und du wirst regelrecht als Lernbehinderte dargestellt, der es schwerfällt. Heute bist du eine erfolgreiche Firmeninhaberin. Was für ein Gegensatz. Ein unglaublicher Weg, den du da genommen hast. Deutsch in der 8. Klasse der Gehörlosenschule Leipzig. Physikunterricht 1981. Jana nach ihrem DDR-Rekord im 1500 und 3000 Meter Lauf 1984. Gehörlosen Nationalmannschaft der DDR 1985. Zahntechniker-Ausbildung 1983 bis 87. Zweiter Platz für die Firmengründerin beim Deaf Exist Award 2017. Okay. Hier haben wir viele Wörter, die sich in Verben und Nomen einteilen lassen. Das weißt du ja? Wie würdest du das machen? Rennen. Lesen. Sehr gut. Such mal Boot. Boot. Hallo. 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 Du bist Nuri, stimmt's? Genau. Das ist ein Hausgebärdenkurs für Schüler. Nuri geht auf eine Regelschule. Bei uns erhält er Förderung im Schriftspracherwerb, der Grammatik, aber auch zu Weltwissen. Wörter und Inhalte bekommt er in DGS erklärt. Ich habe gesehen, es gibt bei euch auch eine Qualifikation zur pädagogischen Assistenz. Was ist das genau? Wir bieten parallel die Weiterbildung zur Kommunikationsassistenz sowie zum pädagogischen Assistenten an. In beiden Kursen wird Gebärdensprachkompetenz vermittelt. Aber bei der pädagogischen Assistenz kommt noch pädagogisches Wissen dazu. Das braucht man beim Einsatz im Kindergarten oder als Schulbegleiter. Wichtig ist, sich dem Förderbedarf der Kinder anzupassen. Sie sind Nuris Vater. Richtig. Ich habe gerade gesehen, wie sich Nuri anstrengt. Du gehst in die Regelschule mit hörenden Kindern, nicht wahr? Ja, genau. Bist du der einzige Gehörlose? Nein, wir sind zwei gehörlose Kinder in der Klasse. Wie läuft der Unterricht ab? Klar, mit Dolmetschern. Sie gebärden, was die Hörenden sprechen. Klappt das Lernen mit den hörenden Kindern gut? Ja, es ist schon schwer. Auch wegen der Maske verstehe ich nichts, weil das Mundbild fehlt. Ohne Mundschutz geht es besser und mit Gebärdensprache ist es leichter. Und du kommst her, weil es dir hier besser erklärt wird? Genau. Da drüben ist der Philosophenweg. Aha. Du hast in Heidelberg deine Firma gegründet, bist hier sesshaft geworden. Das heißt, du hast dein Herz an die Stadt verloren? Ja, könnte man so sagen. Ich bin in der DDR aufgewachsen und nach dem Mauerfall habe ich als erstes meine Eltern besucht, die hier ganz in der Nähe wohnten.
Wir haben dann unseren ersten Ausflug zufällig nach Heidelberg unternommen. Und später habe ich hier dann meine Firma gegründet. Das ist mein Fundament. Aber meine Heimat ist immer noch Leipzig. So kam mir der Gedanke, dort einen zweiten Firmensitz zu eröffnen. Das ist dann 2019 passiert. Mein Wunsch ist, dass sich die Gebärdensprache weiter verbreitet. Das hast du schön gesagt. Kinder- und Gebärdensprache, das ist unsere Zukunft. Dieses Motto von Jana passt auch auf den 4. Bildungskongress. Dort haben die drei Länder Schweiz, Österreich und Deutschland verschiedene Projekte und Initiativen vorgestellt. Von der Frühförderung über Schule bis hin zu Studium und Medienbildung reichten die Themen. Eigentlich sollte der Kongress bereits 2020 in Landshut stattfinden. Aber wegen Corona wurde er mehrfach verschoben. Und nun hat man sich für eine reine Online-Veranstaltung entschieden. Eine Premiere für den Deutschen Gehörlosenbund. Ich treffe Helmut Vogel hier in Frankfurt. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Da geht's lang. Hier hat das alles stattgefunden. 2 Tage haben wir von hier aus durch das Programm des Bildungskongresses geführt. Klar, vieles war auch schon vorbereitet. Online ist ein ziemlicher Mehraufwand. Alle Vorträge mussten vorab aufgenommen werden. Da ist eine Präsenzveranstaltung vermutlich einfacher zu gestalten, oder? Der Vorteil bei Präsenzveranstaltungen ist, dass man Smalltalk halten kann, Leute treffen, netzwerken. Online bietet aber auch einige Möglichkeiten. So muss niemand von weit her anreisen, sondern jeder kann von daheim aus zuschauen und man erreicht mehr Leute. Hat also beides sein Für und Wider. Herzlich willkommen hier auf dem 4. Bildungskongress des Deutschen Gehörlosenbundes. Ich begrüße Sie zum Online-Angebot, das Sie während der nächsten 2 Tage erleben können. Obwohl die ÖGS seit 15 Jahren in der Verfassung anerkannt ist, hat sich das Bildungssystem kaum verändert. So gibt es noch immer keinen Lehrplan für die österreichische Gebärdensprache an den Schulen. Das Bildungsministerium hat seine Ausarbeitung beauftragt. Hörende und gehörlose Expertinnen haben für alle Schulstufen einen Lehrplan entwickelt. Und nun liegt er seit längeren Jahren in den Schubladen des Ministeriums. Seit 11 Jahren setzen wir uns dafür ein, dass Bildung immer in Verbindung mit Gebärdensprache und Kultur Gehörloser geschehen muss. Dieser Austausch in Form von Bildungskongressen bestärkt uns in unseren Zielen und sendet eine starke Botschaft an die Fachwelt. Unsere Forderungen werden wahrgenommen. Das bestätigen die vielen bilingual-bimodalen Projekte in allen 3 Ländern. Habt ihr durch die Bildungskongresse entscheidende Veränderungen bewirken können? Naja, Veränderungen im Bildungsbereich brauchen Zeit. Wie sagt man so schön? Man sät etwas und es dauert, bis man ernten kann. Bis Veränderungen sichtbar werden. Da sind die Bildungskongresse wichtige Bausteine im Veränderungsprozess. Das konnte man nach den 3 vergangenen Kongressen spüren. Nun gibt es diesmal als weiteres Saatkorn eine Homepage, die Bestand haben soll. Was sind die dringlichsten Themen in Deutschland, die ganz oben auf der Agenda im Bereich Bildung stehen müssten? Bimodale, bilinguale Konzepte müssen in allen Bereichen der Bildung etabliert werden.
Von der Frühförderung über die Berufsausbildung bis hin zur Erwachsenenbildung. Das gilt auch für die Deaf Studies Forschung. Deshalb geht es beim Motto des vierten Bildungskongresses auch um das Voranbringen der bimodalen, bilingualen Bildung. Die Homepage BBBGS soll daher nach und nach mit Inhalten gefüllt werden. Auf dem Bildungskongress gab es ja viele interessante Vorträge. Kann man sie auch später noch abrufen? Ja. Einen Teil der Homepage wird der Bildungskongress einnehmen, wo wir alle Vorträge und Diskussionen veröffentlichen wollen. Außerdem sollen Bildungsprojekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt und auf die Homepage gestellt werden. Die Erfahrungen aus den Best-Practice-Beispielen können von jedem genutzt werden. Man muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden. Wir wollen ein Netzwerk schaffen, um uns auszutauschen und aktiv zu werden. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass taube Schüler, obwohl sie genauso intelligent waren wie die hörenden Schüler, trotzdem bei Leistungstests schlechter abgeschnitten haben. Diesem Umstand sind Forscher der RWTH Aachen auf den Grund gegangen und haben herausgefunden, dass didaktische Ansätze und Methoden an taube Schüler angepasst werden müssen, unter Einbeziehung von Gebärdensprache. Horst Ziprath war hier in der Forschung und Entwicklung von Anfang an beteiligt und berichtet davon in einem Vortrag. Wie man eben im Film sehen konnte, ist es wichtig, Sie haben es sicher erkannt, visuelle Hinweise zu geben. Wichtig sind hier Markierungen. Die Kamera schwenkt auf das Schwein und wichtig für das taube Kind ist der Artikel. Die Sensibilisierung für Artikel ist extrem wichtig für taube Kinder und muss visuell erfolgen. Hörende Kinder hören zigmal das Schwein, das und verinnerlichen den richtigen Artikel. Sie fragen sich nicht, warum es das Schwein heißt. Es ist einfach so, sie hören es dauernd. Taube Kinder brauchen visuelle Hinweise, beispielsweise durch Farben. Der blau, die rot, das grün. Jetzt möchte ich von Horst Ziprath wissen, was mit den Forschungsergebnissen weiter geschehen wird, ob sie im Unterricht genutzt werden können. Ja klar, unser Ziel ist natürlich auch die Nutzung im Unterricht. Zwar verstehen die zumeist hörenden Lehrer, dass sie anders herangehen müssen, aber sie wissen nicht wie. Hier müssen wir etwas tun. Die Schüler werden mit Büchern, Heften linear unterrichtet. Unterrichtsmaterialien in und für Gebärdensprache gibt es nicht. Hier müssen wir mit Deaf-Didaktik aktiv werden und Materialien für den praktischen Unterricht entwickeln. Wir haben da schon einiges erprobt und es sieht erfolgsversprechend aus. Gebärdensprache gibt es noch immer nicht als Wahlpflichtfach an Schulen, wie zum Beispiel andere Fremdsprachen. Hier muss etwas geschehen. Professor Christian Rathmann von der Humboldt-Uni Berlin ist gemeinsam mit Christian Borgwardt von der Elbschule in Hamburg seit Jahren an dem Thema dran. Es wurden Konzepte und Lehrpläne erstellt, die in den Schubladen liegen. Einige Schulen unterrichten schon DGS danach, aber in anderen Schulen gibt es gar kein Angebot. Die Kultusminister sehen ein Problem darin, dass Gebärdensprache nicht überprüfbar ist, weil es dafür keine Schriftform gibt, die als Beleg dienen könnte. Lehrer Borgwardt hat eine Alternative vorgestellt unter dem Begriff mediales Gebärden.
Wie man nun in Gebärdensprache Informationen zeit- und ortsunabhängig erhalten und wieder abrufen kann? Ich muss einen Gebärdentext filmen und die Daten speichern, sodass ich sie zum Beispiel in einem Jahr wieder abrufen kann. Deshalb ist mediales Gebärden das Pendant zur Schriftsprache im Deutschen. Mediales Gebärden besteht aber nicht aus Alltagsgebärdensprache. Auch hier braucht es bestimmte Regeln, die befolgt werden müssen. Diese sollen von den Schülern und Schülerinnen bei dieser Aufgabe eingeübt und befolgt werden. Der Kampf um die Anerkennung der Gebärdensprache geht weiter, sowohl in gesetzlicher als auch in pädagogischer Hinsicht. Ich möchte von Christian Borgwardt von der Elbschule Hamburg wissen, warum man sich in Deutschland mit dem Wahlpflichtfach DGS so schwer tut. Ja, es ist ein unheimlich langwieriger Prozess gewesen, der wohl auch damit zusammenhängt, dass die Mehrheit der Bevölkerung DGS noch immer nicht als Sprache begreift. Die Kultusministerkonferenz, wo ja Bildungspolitiker sitzen und keine Sprachwissenschaftler oder Linguisten, betrachtete DGS lange Zeit mit Argwohn, als ein Hilfsmittel für Gehörlose, also eine Sprache für Behinderte, die es nötig haben. Das war die Krux. Wir brauchten einen langen Atem und mussten erstmal viel Aufklärungsarbeit bei der KMK leisten, um einen Paradigmenwechsel anzustoßen. Die KMK hat dann auch verschiedene Schulen besucht, dort nachgefragt und sich informiert. Und wir haben so lange alles erklärt, bis die KMK uns verstanden hat und jetzt ein Prozess in Gang gekommen ist. Bildung mit Gebärdensprache. Ein Ziel, das noch nicht für alle in Reichweite liegt. Vielleicht brauchen wir mehr Bildungskongresse, Vorträge und Seminare, damit die Gesellschaft unsere Anliegen endlich begreift und sie Wirklichkeit werden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das hat bestimmt nicht.